Alles klar. Ja, gut. Machen wir eine schöne Spritztour, fahren wieder zurück nach Hause. Ich beschleunige die Zeit mal ein wenig extrem, damit wir gleich ernten können. La la la. So. Wir fahren erstmal zurück nach Hause, denn zu Hause ist es schön. Wow. Waltra. Ah, schön diese Straßen, wo einem keiner entgegenkommt. Wo du mit einem Traktor einfach mal mit einer Palettengabel losrast. Und wenn dir da einer entgegenkommt, da haben alle Spaß. So, wo fahre ich überhaupt hin, sag mal? Ich fahre doch wieder völlig falsch. Ich fahre mal hier rein. Oh. Du, 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 du. Nein, Alter. Wie soll das bitte passiert sein? Alter, jetzt richte dich doch auf. So. Wer kann, der kann. Ja, es ist alles nicht so einfach. So, das heißt, ich muss gleich erstmal einen schnellen Blick auf die Tiere werfen, weil für die läuft die Zeit ja auch schneller. Man erkennt den Rowdy, ne? Ja, das ist mal ordentlich fehlgeschlagen. Aber gut. Diese Auffahrt, ne? Ja, da haben sie erschrocken.
So. Ach, guck mal, die Hühner sind sehr zufrieden. Schafe auch. Wie sieht's denn hier so feldmäßig aus? Wächst immer noch. In der letzten Wachstumsphase. Ich hätte vielleicht nochmal düngen sollen, ne? Oder Unkraut entfernen. Oh, der, ey. Was ein Stress immer. Das ist die Superschaufel. Es heißt ja, Landwirtschaft hat was Beruhigendes. Manchmal ja, manchmal nein. Guck mal, hier wächst auch der Gras. So, schön, Ordnung. Gut, Lernordnung. Ordnung. Haben wir gelernt. So, das heißt, da müsste da jetzt sich jetzt alles wieder einigermaßen normalisieren. Lassen wir mal kurz gucken. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, das springt gleich um, hoffe ich mal. Wasserfutter haben sie genug. Reprodukte. Oh, schon 205 Liter Wolle hergestellt. Kann ich das eigentlich irgendwo sehen? Das muss ja irgendwo stehen. Also da stehen schon mal die Eier. Und da ist Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Sojabohnen. Interessant. Gut, ja, dann lassen wir einfach mal die Produktion laufen. Eier halt. Ne, Hühner, alles gut bei euch? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach, da lacht das Herz. So. Wasser haben sie. Tank haben wir auch noch was drin. So. Was liegt an? Es liegt wirklich leider gar nichts an. Außer die Zeit totschlagen mit Aufträgen und ich kriege ja nicht mal einen einfachen Transportauftrag hin. So, Weizen. Könnte ich was verkaufen? Nee, ich habe keinen Hänger. Ich bräuchte einen großen Hänger, weißt du, hör mal. Tja. Ist eigentlich irgendwas, was ich mir noch leisten kann? Um was zu tun? Ich weiß auch nicht.
Ich gebe meine letzte Kohle in die Ausmieren und Feld zu kaufen. Alter, ernsthaft nicht. So. Hafen Nord, Sägewerk. Holz. Könnt Holz machen. Ich könnte einfach abwarten, bis das hier soweit ist. Und solange forste ich den Wald ab. Also alles, was an diesen Stellen steht, kann ich abholzen. Sorry. Ist nicht viel. Merkst du was? Das ist nicht viel. Machen wir denn da? So, guten Tag. Ich habe nicht ernsthaft Licht an. So, fahren wir hier die Patrouille. Bin der Inspektor hier vom Waldforst. Muss mal irgendwas ausprobieren. Ja, das geht schon mal. Alles klar, mehr wollte ich gar nicht wissen. Wenn ich also Bäume schlagen will, muss ich mir Bäume kaufen. Das heißt, wir genießen den Rest dieses wunderschönen Tages. Steigen hier aus. Und machen erstmal die Bäume weg. So, das wird erstmal schön abgesägt. Starker Spalter. Ja, wenn er nicht von selbst umfällt, dann muss ich ihn umschmeißen.
Leute. So. Ich bin ein Holzhackerbub. Gibt's wenigstens ein bisschen Kohle für. Da muss ich aber gleich mal wieder die ganzen Stümpfe entfernen. Ach ja. Wieso setzt er den denn da oben an? Was soll das denn? Ja gut, wer keine Arbeit hat, dann macht sie welche, ne? So, dann bereiten wir hier schon mal alles vor für eine schöne Verkleinerung. Vielleicht, ich habe ja auch einen Hintergrund, vielleicht kriege ich ja dann endlich... dass hier alles so einigermaßen eben, dass ich mir einen vernünftigen Wald selber nachhaltig anbauen kann, weißt du? Weißt du, wie ich meine, ey? Boah, ich kann sowas, ich kann das nicht hören, ne? Weißt du, wie ich meine? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Sprich dich ordentlich aus, dann kann man erkennen, was du willst. Weißt du, wie ich meine? Wer soll ich das wissen? Naja. Ich riech mich nicht öff, das nützt ja nix. Lö, 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 lö. Jeder ist, wie er ist. Von daher, alles easy. So, Freunde, hier ist noch ein Baum. Hier ist noch einer. Boah, gebt dem Mann eine Kettensäge und er hat den ganzen Tag Spaß. Memoiren eines Serienkillers. Was? So. Oh, da ist noch ein Baum. Wir müssen einfach nur gucken, was hoch rausragt. Weißt du? Sieh mal einer an. Da wird er auch schon geruppt. So, ist hier noch irgendwas? Oh, da ist noch ein Baum. So. Sonst noch was? Sonst noch einer ohne Fahrschein? Alter. Durch das Geäst. Aha. So. Was hat? Oh, haben wir doch schon Kleinholz gemacht. So, entasten den Lump. Im 17er ging das, glaube ich, ein bisschen einfacher, ne? Bist einfach so drüber gelatscht und fertig war die Wurst. Oder ich mach's nicht richtig, das kann natürlich auch sein. Ich würde sagen, es ist ein Fehler, der bei mir liegt. Das macht die ganze Sache gleich ganz einfach. Was war das? Wer hat das so gut? Liegt da ein Baum auf der Straße? Oh!
Ja, was ist denn dein Problem? So, seid ihr jetzt glücklich? Mein Gott, nee.